ein iranischer Chemiker, der für die Entdeckung von Alkohol, Schwefelsäure und Kerosin berühmt ist. Zakaria Razi, geboren im Jahr 865 in Re, ist ein iranischer Gelehrter, Arzt, Philosoph und Chemiker. Razi verbrachte seine Kindheit, Jugend und Jugend in Re. Er war so begabt, dass er als junger Mann Laute spielte und manchmal Gedichte komponierte. Später widmete er sich der Kunst des Goldschmieds und dann der Alchemie und unterrichtete im Alter Medizin. Razi gehört zu den Ärzten, deren Intuition noch heute in der Medizin verwendet wird. Insbesondere bei der Behandlung von Kranken mit Flüssigkeiten und Nahrungsmitteln. Bevor er Arzt wurde, beschäftigte er sich mit Musiktheorie. Er leitete ein Krankenhaus in Re und übernahm später eine entsprechende Stelle in Bagdad. Er wurde bekannt als Autor zahlreicher medizinischer Bücher, die sehr lange zum Medizinstudium benutzt wurden. Als einer der ersten konzentrierte er sich auf die psychischen Seiten der Medizin und der Heilung und dachte sich das Verhältnis von Leib und Seele als von der Seele bestimmt. Ein Mediziner sollte seiner Meinung nach auch ein guter Seelenarzt sein. Außerdem schätzte er das tausendjährige Wissen der Bücher weit mehr als vergleichsweise kurzfristige Schlüsse erfahrungsarmer Logiker und darauf aufbauende Philosophie. Da er sehr viele Experimente machte und fast alle seine Aussagen, vor allem in der Medizin, selbst erprobte, gilt er als großer Empiriker. Sein Leben verbrachte er in Re, wo er geboren wurde und auch starb, und zeitweise in Bagdad. Als Arzt war er sehr gefragt. Auf dem Gebiet der Philosophie zwar viel rezipiert, aber fast nur abgelehnt worden, weshalb seine Schriften kaum erhalten und nur durch polemische Antworten seiner Konkurrenten vage zu rekonstruieren sind. Sein philosophisches Interesse galt drei Dingen: der Metaphysik, der Erkenntnislehre und der Ethik. Er predigte zwar ein mehr oder weniger asketisches Leben, lebte es aber selbst zu wenig, so dass ihm dies meist als Kritik vorgeworfen wurde und wofür er sich in seinem Werk Die philosophische Lebensweise kurz vor Ende seines Lebens rechtfertigte. Abgelehnt wurde er von anderen Philosophen, vor allem aber von der islamischen Geistlichkeit. El-Razi war kein gläubiger Muslim und ein Kritiker der Religion. Er hatte daher viele Feinde unter den konservativen Geistlichen, was dazu führte, dass er seine Position in Bagdad aufgab. El-Razi war danach der Direktor des Krankenhauses in Re. Diesen Posten sollte er schließlich wegen seiner Theologie und prophetenkritischen Werke verlieren. Er starb vermutlich 925, nach anderen Quellen 932, als verarmter Mann in der Wohnung seiner Schwester in Re. Trotz der Ewigkeit dieser fünf Urprinzipien, El-Razi kennt eine Schöpfungsgeschichte, nach welcher die Seele versucht, die Materie zu formen, aber scheitert, da letztere sich wehrt und erst dank Gottes Eingreifen aus Mitleid und Barmherzigkeit die Welt geschaffen wird. Die Körper bekommen alle Seelenpartikel, jedoch fühlen sie sich nicht wohl und streben durch eine Art System der Wiedergeburt nach oben zur Erlösung. Wenn sie ihr Leben aber schlecht leben, steigen sie ab. Sie haben jedoch immer die gleichen Chancen, alle die Erlösung zu erreichen. Hier widerspricht El-Razi dem Islam und der Lehre des Propheten Mohammed ganz heftig, weshalb er oft als Ketzer verstanden wurde. Denn nach ihm kann also kein Mensch besondere Fähigkeiten erhalten, wie etwa die des Propheten. Dennoch war El-Razi kein Atheist, da auch in seiner Lehre alles Leben nur mit Gottes Hilfe entsteht und alles Leben zu Gott bzw. in einen gottähnlichen Zustand strebt. Seine Erkenntnislehre schließt Propheten also aus, er geht sogar so weit, sie als Betrüger zu bezeichnen, die das Volk blenden, da sie Wunder verwenden, um von der Wahrheit abzulenken. In seinen ethischen Werken Die geistige Medizin und Die philosophische Lebensweise schreibt er darüber, wie die Seele zur Tugend erzogen werden kann und welche Lebensweise gute Voraussetzungen dafür und schließlich für ein Aufsteigen der Seele liefert. Insgesamt beruht sein ethisches System auf dem Streben nach Erkenntnis, auf gutem Handeln, auf Mitleid mit den anderen, auf sinnvollem Abwägen der weltlichen Genüsse, diese aber in Massen durchaus genießend, auf Vertrauen an den barmherzigen Gott und darauf, dass durch Wissen alles gelöst werden kann. Auf den Vorwurf,
ein asketisches Leben ähnlich dem des Sokrates zu predigen, selbst aber nicht zu leben, antwortete El-Razi in seiner letzten Schrift Die philosophische Lebensweise, dass er die Lebensweise des späten Sokrates bevorzuge und dass ein rein asketisches und zu zurückgezogenes Leben ähnlich dem der Sophisten nicht gut sei, da das einzelne Individuum auch für das Wohl des Einzelnen und der Gemeinschaft verantwortlich sei. El-Razi war ein produktiver Schriftsteller, der sich mit 183 Veröffentlichungen, Bücher oder Textbeiträge auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft und Philosophie hervortat. Europäische Mittelalterliche neben Abu Ali Sina, latinisiert Avicenna, gilt er als der bedeutendste Arzt vermutlich nicht nur des orientalischen Mittelalters. Unter anderem strukturierte und übersetzte er das riesige Werk Galens und schuf daraus einen Lehrplan für das Studium der Medizin, der über Jahrhunderte Gültigkeit hatte. Darüber hinaus beschreibt er detailliert die Pocken und Masern. Auch andere Erkrankungen wie Appendizitis oder Krämpfe während der Schwangerschaft werden von ihm dokumentiert. Ferner veröffentlicht er ein Verzeichnis der wichtigsten Heilmittel. Seine Werke wurden auch im europäischen Kulturkreis in der medizinischen Lehre verwendet. Ihm soll als erster die Herstellung von Alkohol durch die Destillation aus Wein gelungen sein. Der 27. August jeden Jahres ist im Iran offizieller Gedenktag für Muhammad Zakaria Razi.